Hallo liebe Adventskalenderfreunde. Ja, wie ihr an meiner Stimme hört, ich habe selbst nicht geschafft, was ihr am ersten Tag gesagt habt, nämlich fit durch die Adventszeit zu kommen. Nee, ich bin krank geworden. Mein Körper hat sich zwar lange gewehrt dagegen, aber jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen außer Gefecht. Das heißt, kein Sport. Trotzdem zeige ich euch das Video, weil das ist halt wirklich nur ganz kurz und sollte meinem Körper nichts ausmachen. Super Übung, die ich euch zeigen möchte, nennt sich Rudern im Stehen. Kann man mit ganz, ganz verschiedenen Geräten machen. Ich zeige euch drei davon mit der Kettlebell. Und zwar, ihr haltet die Kettlebell möglichst weit außen. Jetzt ist das eine Bewegung. Ich zeige sie euch einmal. Ja, es ist eigentlich im Endeffekt so eine, ja, es ist wirklich eine Art Ruderbewegung. Das Wichtige bei der Bewegung ist, der Rumpf ist stabil. Ja, Bauchmuskeln sind angespannt, Bauchnabel ist nach innen gezogen und die Ellenbogen führen die Bewegung an. Und die führen die Bewegung auf Schulterhöhe und da ist dann auch Schluss. Ja, und dann macht ihr diese Bewegung dann 12 bis 16 Mal oder wieder die berühmten 30 bis 45 Sekunden und dann habt ihr eine super Übung. Das kann man auch, wenn man keine Kettlebell zu Hause hat. Wunderbar mit einem Theraband machen. Einfach aufs Theraband stellen, dann habt ihr die Hände so weit auseinander, dass noch eine dritte Hand dazwischen passt. Und auch dann zieht ihr die Sachen an, habt ihr dann nach unten. Ja? Der Ellenbogen führt die Bewegung an und wenn Ellenbogen und Hände auf Schulterhöhe sind, ist Ende der Bewegung. So, das Ganze kann man natürlich dann auch noch in der Königsvariante mit der Langhantel machen. Auch da Langhantel ungefähr so weit auseinander, dass noch eine Hand dazwischen passt. Ja, und dann halt auch Langhantel bis auf Brust, Schulterhöhe hochziehen. Ellbogen führt die Bewegung an und schön stabil im Rumpf sein. Rudern im Stehen, wirklich eine wunderbare Übung. Für die Brustmuskulatur, Schultermuskulatur könnt ihr auch mit Hanteln machen, mit irgendwas, mit irgendeinem Gewicht. Super Übung für jeden Zirkel. Wünsche euch viel Spaß damit und sage bis morgen. Tschüss.